Und herzlich willkommen zu Pokémon Diamond in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und mir ist was geschehen. Es ist Schlimmes geschehen. Flugmon sind Transgender. Das ist von männlich zum weiblich geworden. Nee, Spaß beiseite. Ich habe aus Versehen nicht gespeichert. Und da habe ich jetzt ein paar nochmal nachgespielt. Oh, du meinst sein, ich hatte keinen Bock. Ich hab's lange versucht. Aber da kam nie ein männliches Flugmon. Dann habe ich auch das gefangen. Stickköpfig, mag scharfes Essen und mutig, ne? Hat bessere Fähigkeit. Das ist nur Zufall, aber sonst Fähigkeit vom den Werten her ziemlich gleich, glaube ich. Eben andere Fähigkeit, verhindert lustige Genauigkeit, das ist eigentlich besser. Angriff hat es dieselben. Und ich habe die Kämpfe ausgelassen, sonst geht er noch Level 19. Aber damit kann man leben, oder? Ich hoffe, weil ich habe keinen Bock, das nochmal neu zu machen. Und mit der Lady da oben habe ich nicht geredet. Das hat man schon gesehen im letzten Part. Und jetzt, ne? Könnte man eigentlich... Ich weiß nicht, ist das eine intelligente Idee? Na gut, ich kann rechts, glaube ich, noch. Ein Pokémon fangen? Wenn das nicht dieselbe Route ist, ich hoffe mal nicht. Schauen wir kurz. Wir haben Route 205. Da haben wir das Latias nicht gefangen. Da hinten kommt. Route. Bla bla bla. 211. Und? Es wird ein. Ich kann noch ein Pokémon fangen. Cool. Ein Sonnenfell. Oder hieß es? Ja, Sonnenfell. Flugmon. Ist Flugmon vielleicht nicht das optimalste? Hat zwar es. Warte mal. Nicht sehr effektiv. Ab sonst. Das. Versuch's mal fast. Das kann ja wieder Tackle machen. Vielleicht kommt es besser. Und Bedroher. Verdammt. Dieser Kampf kann lange dauern. Wie ist es? Bodenfeuer oder Gestein? Ist Gestein, ne? Unlicht. Neutral, ja komm. YOLO! Ich hab die Hoffnung schon aufgegeben. Ich hab. Das ist Psycho? Was ist das für ein Typ? Was hat denn das für ein Typ? Muss gerade ein bisschen krass probieren. Das sehen wir gleich, wenn wir es gefangen haben. Okay. Dann können wir ein paar Pokébälle werfen. Bis wir es gefangen haben. Ich kann nichts sonst statt Veränderungen, oder? Ich glaube nicht. Höchstens die Stasis, aber ich weiß nicht, ob das bei einem Gestein-Pokémon wirkt. Wenn es wirklich diesen Typ hat. Aber sonst... Wo ist es? Elektro. Das ist ein bisschen heikel wegen den möglichen Bodenattacken. Ich werde es dann reinwechseln, wenn ich es muss. Netzball hat auch keinen Sinn, weil es kein Wasser oder Käfer ist. Ich brauche einfach bessere Bälle. Oh, ich brauche bessere Bälle.
Das ist ja schlimm. Glückwunsch, zu wenig Damage. Komm schon, an das Sandfell. Das neutrale Sandfell. Schon, komm schon. Nein! Fast! Es war so knapp. So knapp, du. Schon. Qual. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Oh. Warte mal. Es kann Härtner, Feuerwirbel, Konfusion. Und noch was? Oder? Es könnte theoretisch noch was. Schon. Ne. Weißt du was? Ich nehme jetzt Keto raus. Und Steinwurf. Das ist Gestein, oder? Das ist Gestein, das ist neutral. Hat es überhaupt physische Angriffe? Es hat gar keinen physischen Angriff, es hat gar keinen Sinn. Es hat gar keinen Sinn, wenn ich jetzt Kido reinwerfe. Rein. Gegen das kämpfen lasse, weil es ja keine physischen Angriffe hat. Dann bringt die Stasis ja nichts. Das ist jetzt kacke. Ich habe eine 5 Bälle. Schauen! Habe ich kein Geld mehr für Pokébälle. Das ist doch auch noch ein krasses Problem. Schau. Sandfell! Bleib drin! Sandfell! Hey. Schon, 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 komm schon, komm schon! Nein! Das war so knapp! Warum tust du mir das an, so ein Fehler? Okay, dieses Mal. Dieses Mal. Komm schon, komm schon. Komm schon! Nice! Ja. Scheiße! Wow. Ich hab Glück. Heute ist ein Glückstag. Glücklicher, glücklicher Glückstag. Gestein, Psycho, das ist gar kein Feuertyp. Gut, man lernt immer was dazu. Und jetzt voll der fantasievolle Name, wie immer. Son. Der Sonnen. Geht das? Ja. Sonnenball! Geht direkt auf den Sonnenball. Du bist ein Sonnenball. Warum auch immer. Das heißt jetzt Sonnenball. Wow, die Fantasie. Sie ist stark in mir. Der Anfang ist alles sanft. Der Angriff. Volle Immunität gegen alle Bodenattacken. Also der Movepool ist stark. Ist gut. Okay. Wenn wir surfen können, müssen wir dran denken, können wir hier auch noch was fangen. Wasser. Trainieren wir jetzt diese beide oder wie? I guess so. Es ist im Wald. Da immer noch zwei Trainer. Weil so könnte ich beide trainieren. Gleichzeitig. Aber es ist halt auch ein Risiko. Heutige Neuigkeit. Das Pauschalattack vom Typ Normal stärkt Pflanzen. Der hat schon. Ja, komm, dann kommt Flugmann, das
Mehr Volltrefferquote ist immer gut. Linus kann auch den Zerschneider kurz lernen. Habe ich ja noch nicht gemacht, ne? Erinnert euch. Als versehentlich gespeichert. So schnell kann es gehen. Okay. Und jetzt. Da gibt's geile Bärchen. Silbeere. Und da sind die anderen. Ein Pfirsichbeere gegen Gift. War das, glaube ich. Und Amana-Beere ist das gegen Paralyse? Oh. Oh Mann. Hi Latia. Unlicht gegen Psycho, wie war das? Sehr effektiv, ne? Und andersrum gar kein. Ich weiß, ein Gegner gegen die Schlatzes. Ich möchte nämlich die EP gerne mitnehmen. Deswegen kommt der Kampf mir gelegen. Wenn ich die EP gerne mitnehme. Wunschtraum. Heilt das nicht? Oh. Das hatte mal einen Kack-Move-Pool. Ich wollte eigentlich nicht das einsetzen, aber... Fucking Wunschtraum. Und das halt später. I'm understanding that. Cool down. So wie es sein soll, meine Damen und Herren. 150. Geht, geht. Gegen die Fischer da unten? Er kämpft zuerst gegen die Fischer. So, okay. Kann man nicht kämpfen? Gegen dich kann man kämpfen. Dann machen wir das auch. Whitelifter, Veronika. Nein, schnell gemacht. Wie war jetzt das nochmal? Stahl. Stahl gegen Feuer. Sehr effektiv, gut. Ah doch, stimmt. Hab ich da was gegen? Kito wäre neutral. Ah komm. Warum denn nicht? Warum nicht? Das kann eh nur gut, glaube ich. Ja. Hat es noch ein Gestein? Nee. Ich hatte eins. Ich weiß es nicht mehr. Das ist typisch ich. Ich kann mir diese Dinge einfach nicht merken. Die Typen, das Typen von Pokémon. Ich kann mir die nicht merken. Ganz ehrlich. Ich kann es einfach nicht. Das geht nicht. Ich kann mir... Mir geben. So viel ich will. Ich krieg's nicht hin. Ich lese jedes Mal Fleckmann, das ist schlimm. Bei Flugmann. Hi, Bra. Irgendwie, diesen Part, Magmenta. Kämpfen wir noch nicht gegen Leute. Das ist ja eh das Spannendste. Der hat fucking. Das ist der mit den 6 Carpador. Hat jetzt 6 Janmas. Dein Mega. Wieso sage ich nicht nein? Nabel! Wie viel Damage? Cool. Zack. Sehr effektiv. Könnte besserer Damage sein. Ja, das wird ja schneller. Es ist eh schon schneller wie ich. Okay. Warum hat er auf dem Panzer Aero? Kampf, ne? Feuer.
Ja, dann. Genau. Wenn es denn so sein soll. Es wird ein langer Kampf. Es wird ein sehr langer Kampf. Panzera nicht so schwer, oder? Das müsste viel Damage machen. What? Ah, der Flugtyp! Ah, das hebt sich auf. Aber er hat einen Flugtyp. Ich hätte das andere, die andere Elektroattacke entnehmen sollen. Trotzdem. Ah, es geht. Volltreffer. Ja klar, ja, ja klar. Sternschauer für Flugmann. Kommt ja mega nochmal. Kein Flugmann nochmal. Nochmal ran! Und das wird ein mühsamer Kampf. Es könnte mühsam werden. Nee, es wird. Also wenn er nur Jan Megas hat, außer das letzte da. Kann sein, dass es noch einen Garados hat und das. Ich weiß nicht. Es gibt nämlich, glaube ich, in jedem Teil einen, der nur Garados hat. Oder so ähnlich. Ich glaube es auf jeden Fall. Es gibt ein paar Parts, in denen es so ist. Aber anscheinend wird jedes randomized. Weil es ausschaut. Nicht. Dieses Pokémon wird zu diesem und so weiter. Bei jedem Trainer. Muskregen. Bleibst kurz draußen, aber ich weiß nicht aus gegen Kiddo. Also hat es ein Flugtrainer, ne? Hätte ich ja vorher schon merken können. Aha. Also es ist Wasserflug. Da müsste Kiddo doppelt effektiv sein. Und das ist schon mal nice. Schockwelle! Und es wird sterben. Sowas von. Ja. Die neuen Levelunterschiede helfen auch ein bisschen. Level 12. Ein Zubat. Das Flugmann wieder zu. Also Flugmann. Also wirklich stark, übrigens. Ein Panzer Aeron, das sind starke Pokémon. Ich habe die früher auch immer unterschätzt. Aber das ist mal der Stahltyp. Der ist viel wert. Dann. Gut. Eben die Verteidigung ist dadurch auch sehr hoch. Und hat auch ein Zital und Damage. So ist auch schaut. Blutsauger als Käfer. Das kratzt ein bisschen. Ein HP. Ein Volltreffer. Ah, Junge. Ah, Junge. Ah. Zatu. Psycho gegen Stahl, wie war das? Nicht sehr effektiv. Ja, Flugmann bleibt mal draußen. Flug Psycho. Grundlicht. Macht Damage. Aber ich mach mehr. Und Licht ist neutral, ne? Aber wenn ich jetzt gerade so die Tabelle ansehe, von Typenvorteile, Nachteile, das ist schon krass, wie stark Stahl ist. Es hat halt aber auch, muss man auch sagen, es ist nicht gegen viel stark. Das macht es halt wieder schwächer, ne? Nimm mal diesen Trank hier. Aber halt defensiv ist er krass stark. Mhm. 6 fucking Pokémon dauert halt krass lange, ne?
die sind noch schwach. Und ich kämpfe irgendwie schon seit, sind das 7, 8 Minuten. Aber irgendwie, Flugmon ist das Supi-Dupi. Gibt krasse Erfahrungspunkte. Alter, 366. Ein Hubbeluff. Pflanze? Auch nicht. Nicht der Rede wert. Das ist auch nicht stark. Aber es ist mir zu riskant. Ich nehme auch mal einen Trank. Ein kleiner Trank. Zur Sicherheit. Ich möchte nicht zu viel riskieren. Wow, ein Platscher. Nichts geschieht. Gar nichts geschieht. Also habe ich einen Trank umsonst eingesetzt, ne, wenn es nicht mal Platscher macht. Na gut. Ich hätte den Trank nicht einsetzen müssen. Aber eben, in der Nuzlocke Challenge ist man froh drum, wenn man das sicherer macht. Sonst nervt man sich nur wieder. Und dann war's das, ne? Flugmon hat 3 Level heute gemacht. So. Chloe. Das ist ein bisschen männlich aus Chloe. Gut. Dann war's das für heute, ne? Geh noch off-cam, noch in die Heilanstalt. Pokémon Center. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin. Ciao. Ciao.